dieses Thema Kontinuität schon öfter gehört, auch denke ich in Webinaren und sicher auch anderswo, liegt mir brennend am Herzen, weil es nämlich sozusagen auch wieder gerade den Brückenschlag, wir waren gerade beim Thema Futteraufnahme, gerne wiederherstellt. Wie ich es ganz eingangs schon sagte, alles ist extrem stark miteinander verquickt. Diese Kontinuität, die wir da anstreben müssen, ist eine Kontinuität, die im Prinzip, sag ich mal, dem grundsätzlichen Erfordernis der Biologie der Kühe entspricht. Weil Kühe brauchen diese Kontinuität. Verlassen wir sie, ob bewusst oder unbewusst, ob durch Wetter, ob durch unsere eigenen Managementfähigkeiten oder Unfähigkeiten, ob durch, sag ich mal, verschiedenste Einflüsse, was auch immer es sein mag, technische Einflüsse, aber auch Einflüsse, die zum Beispiel durch Gebäude gegeben sind. Alle diese Einflüsse sind praktisch gegeben und sie sind in der Hand des Betriebsleiters und seines Personals und ganz klar in der Hand so angelegt, dass erhält man Kontinuität, wird automatisch auch bei Abschlägen in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Futterqualität, kann man zum Beispiel beobachten, wenn Kontinuität eingehalten wird. Platt gesagt, dieser hässliche Spruch, wenn du schon Scheiße machst, dann mach jeden Tag die gleiche Scheiße. Dann ist man einfach in der Situation, dass Kühe praktisch wissen, was auf sie zukommt. So, und sie können sich ein Stück weit auf diese gesamte Situation im wahrsten Sinne des Wortes einschießen. So, und das wiederum bringt enorm viel Ruhe in alle Abläufe und zwar sowohl in den Ablauf aller Mitarbeiter als auch vor allen Dingen in die Abläufe innerhalb der Kuh, was wiederum dann einen ganz maßgeblichen Einfluss wieder auf Tiergesundheit, auf Leistungsparameter und so weiter hat. Was ist mit Kontinuität genau gemeint? Ich habe da ja diese Punkte angeführt. Arbeitsabläufe sind ganz extrem entscheidend dafür, wie sauber die Uhr einer Kuh ticken kann. Wer macht wann was und vor allen Dingen auch wie. Also diese ganzen Punkte gehören dann praktisch auch in Arbeitspläne, in Arbeitsstrukturen, in Arbeitsbesprechungen hinein. Und der Erste, der sich daran zu halten hat, und das klingt jetzt ein bisschen böse und gemein, ist der Betriebsleiter, weil er ist derjenige, auf den alle schauen werden. Alle Mitarbeiter, alle Familienmitglieder und so weiter. Heißt, wenn der Betriebsleiter wenig dazu neigt, sag mal, organisiert zu sein, dann ist der ganze Betrieb nicht organisiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sozusagen ganz vorne anfängt und nicht im Prinzip von seinem Azubi mehr verlangt, als man selber zu leisten bereit oder in der Lage ist. Geht man in den Bereich Kontinuität über die Fütterung hinein, was sicherlich sozusagen meine Kernaufgabe ist auf vielen Betrieben, dann ist man sofort im Bereich von Rationsplanung, von Mengenplanung. Was habe ich an Grundfutter auf dem Hof liegen? Zu welchen Konditionen kann ich sozusagen dann dementsprechend auch Zukaufsfutter einkaufen? Und mit welchen Genauigkeiten geht Fütterung einher? Weiß ich überhaupt, was ich reinbekomme, und zwar in Trockensubstanz? Weiß ich überhaupt, was sozusagen an Schwankungsbreite in meinen Komponenten drin liegt? Wie häufig lasse ich mal ein Grundfutter untersuchen? Wie häufig lasse ich vielleicht auch mal eine Voll- oder Teilterrier untersuchen? Wie weit bin ich bereit, diese Schwankungen zu tolerieren? Überwache ich das ganze System vielleicht mit einem Fütterungskontrolling, wie man das, sag ich mal, am Markt ja schon bekommen kann? Und hier und da wird es ja auch eingesetzt. Wenn man das Ganze sozusagen zu Ende denkt, dann ist Kontinuität natürlich nur dann wirklich möglich, wenn man es nicht nur sozusagen im Kopf mit sich herumträgt und glaubt, irgendwo etwas mit Kontinuität zu machen, sondern wenn man in der Lage ist, praktisch über Kennzahlen und über regelmäßiges Controlling das nachzuhalten. Das sind kurz ja angeführt worden, schon Arbeitspläne, Trockensubstanzkontrollen, das sollte zum normalen Handwerk werden. Und ein Gesundheitsmonitoring, weil das letzten Endes natürlich auch allesamt sagen wir mal, Faktoren sind, die nicht nur abbilden, ob ich kontinuierlich arbeite, sondern die am Ende eben auch sozusagen Frühwarnsysteme sein können, die mir dabei helfen, die Kontinuität auch zu erhalten oder schnellstmöglich wiederzuerlangen. Daher ist mir dieses Thema Kontinuität in ganz vielen Bereichen so wichtig.